Weil die Unehrlichkeit macht die Gesellschaft kaputt. Die Unehrlichkeit macht die Gesellschaft kaputt. Das fängt mit der Ehe an. Warum gehen die Ehen kaputt? Mangelndes Vertrauen. Sobald das Vertrauen in der Ehe kaputt ist, ist die Ehe kaputt. Das ist die Grundsäule einer Ehe. Vom Verhalten her. Wenn das Vertrauen nicht da ist, ist das Ende. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, Subhanallah, ich kann dir 100% vertrauen. 100%. Alhamdulillah. Möge Allah uns festigen. Das ist eine Grundlage, die man hat, zu 100%. Ich weiß genau, wenn die mir was sagt, die sagt mir das zu 100%, genau so, wie es gewesen ist, dass ich verstehe. Da wird nichts beschönigt, da wird nichts verändert. Das ist die Grundlage von einer Beziehung. Warum gehen die Ehen kaputt? Kein Vertrauen mehr. Hier was, da was, hier was, da was. Und dann kommt es zur Scheidung und dann ist kein Vertrauen mehr da. Dadurch entsteht Eifersucht, dann entsteht Streit und dann der Streit wird hochgeschaut und der Schaitan findet Einfluss. Die ganze Gesellschaft geht kaputt. Mangelndes Vertrauen. Mangelndes Vertrauen. Leute sagen zu mir, warum arbeitest du nicht mit dem und dem zusammen? Sag ich dir, mangelndes Vertrauen. Wenn das Vertrauen vorbei, weg ist, ist Ende. Du kannst mir ein Unrecht antun und dich bei mir entschuldigen. Okay? Ist nicht das Problem. Aber wenn ich dir nicht vertraue und denke, das ist nur ein Spiel von dir, weil ich deinen Charakter kenne und dich 20.000 Mal beim Lügen erwischt habe, ist es vorbei. Da gibt es keine Beziehung mehr. Aber warum wirst du so erzogen? Warum bist du so? Warum musst du lügen, wenn es hart auf hart kommt, weil du so erzogen bist? Erziehung zur Ehrlichkeit, A und O. Bei mir, wo ich meine Ehefrau ausgesucht habe, ne, für mich war Bedingung, klar Muslimin, Gebet, Hijab, das Aussehen musste stimmen und Ehrlichkeit. Weil ich weiß, darauf baut alles auf. Und deswegen ganz wichtig, Kinder, die Ehrlichkeit muss belohnt werden. Ehrlichkeit muss belohnt werden, ansonsten wird man nicht ehrlich sein.